So, wie findet ihr die Übung zu Prozentrechnung und so weiter? Ich auch. Schön. Ich hatte gesagt, wir wollen jetzt hier an der Stelle weitermachen. Das heißt, es gibt jetzt hier andere Beispiele. Gehen wir nochmal zurück. Gehen wir nochmal zurück zu unserem Hang. Ich habe einen Hang, also einen Abhang, und ich habe meinetwegen hier sagen wir 30 Meter auf 100 Meter. Das entspricht also einem Verkehrsschild, in diesem Fall von 30%, ne? Also es ist nichts Besonderes. Da ist dann hier, steht 30%. Das wäre ein ganz steiler Anstieg. So, das sei also gegeben, und ich möchte was anderes wissen. Was ist, wenn ich nur, das mache ich jetzt mal in grün, wenn ich nur einen kleinen Abhang habe, der allerdings die gleiche Steigung hat, und zwar der hat jetzt meinetwegen nur 25 Meter. Und ich möchte wissen, wie groß ist die Höhe dann? Wie rechnet man es? Wir hatten einen ersten Vorschlag, der liegt durchaus nahe, und zwar eine Gleichung aufgestellt, 25 Meter durch 100 Meter ist genauso wie h durch 30 Meter. Nebenbei hast du damit den ersten Strahlensatz angewandt, ohne es zu wissen. War Stoff 9. Klasse. das ist wirklich gut, denn wenn ich jetzt hier alles rauskürze, bleibt hier ein Viertel übrig. Hier ein Viertel, die 1, die kann ich mir jetzt schenken. Und wenn ich dann sage, hier steht dann im Folgenden, auf der nächsten Zeile also, 30 Meter geteilt durch 4 ist gleich h, dann kriege ich raus 7,5 Meter. So, bis dahin gut. Wie könnte man noch eine Gleichung aufstellen, die eigentlich der ganzen Sache noch ein bisschen näher kommt? Kleinen Moment mal. Jetzt haben wir mehrere Vorschläge. Einer heißt, 30 Meter verhält sich zu 100 Meter. Ne? 30%, 30 Meter verhält sich zu 100 Meter. Wie? H zu 25 Meter. Wenn man das umstellt, mal 25 Meter, dann sieht man auf einen Schlag, dass das gleiche ergeben wird. 30 Meter mal 25 Meter geteilt durch 100 Meter ist gleich h. Wenn ich jetzt hier die Meter rauskürze, schwupp, schwupp, und die 25 und die 100 entsprechend durch 25 teile, habe ich hier 4, 30 Meter durch 4, es kommt wieder das gleiche raus. Jetzt hat man noch einen Vorschlag. Warum nicht sagen, 25 Meter verhält sich zu 100% wie h, zu 30%. Auf meine Frage, wieso verhalten sich 30 Meter zu 30%? Na, ganz einfach, steht auf dem Verkehrsschild. Bombenvorschlag, finde ich gut. Und auch das, wenn ich das hier umstelle wieder, jetzt muss ich mal 30% nehmen, auch dann kommt man hin, denn dann sieht es so aus. 25 Meter mal 30% durch 100% ist gleich h. Gucken wir mal nach Kürzen der Prozente. Das klappt nämlich ganz genauso. Jetzt kann ich hier wieder teilen. Hier habe ich eine 4, 30 Meter durch 4. Das Meter bleibt übrig, die 30 bleibt übrig, die 4 bleibt übrig. Auch hier komme ich auf dieses Ergebnis. Genauso wie bei den anderen Rechnungen. Meine Hochachtung, schön gemacht. Gegeben ist Folgendes. Ich habe einen Sack Futter da stehen. Und ich weiß, dieser Sack Futter, wie viel da drin ist, ist mir egal. Der reicht für meine 30 Kaninchen, Karnickel schreibe ich, für 30 Karnickel reicht dieser für 4 Tage. Jetzt kommt der Nachbar und sagt, verflixt Juche, bei mir ist der Kaninchenstall abgebrannt, ich gebe dir 10 Kaninchen dazu. Frage, wie lange, also die Zeit für 40 Karnickel, wie lange reicht dann das Futter? Geht mal bei, rechnet mal, stellt mal eine Formel auf und so weiter. Wir müssen wissen, jetzt reicht der Sack natürlich nicht mehr so lange, also müssen wir diese Formel aufstellen. 30 Karnickel, ich kürze es mit K ab, mal 4 Tage ist genauso wie 40 Karnickel mal T40. T40 deswegen, weil wir 40 Kaninchen haben. So, wenn ich jetzt entsprechend teile durch 40 Karnickel, dann habe ich diese Formel auf der linken Seite stehen, oder diesen Term. Und das ist rechts T40 übrig. Jetzt gucken wir mal ganz schnell, die Karnickel, die kann man kürzen, es bleiben Tage übrig, das ist schon mal gut. Die Nullen weggestrichen, 3 mal 4 ist 12,
beziehungsweise hier die 4 nochmal geteilt. Ich werde nur noch 3 Tage reichen und das ist auch der Logik geschuldet. Denn wenn ich mehr Kaninchen habe, dann kann ich nicht mehr so lange füttern. Also es kommt raus, 3D ist T40 und dann im Antwortsatz dazu. Mal eine andere Frage. Wie sieht denn das, wie sieht denn ein Diagramm oder ein Koordinatensystem dafür aus? Wenn ich hier ran schreibe die Zeit und hier die Kaninchenanzahl, wie würde das aussehen? Den werden wir gleich sehen. So, wir bezeichnen unsere Achsen, wir haben bestenfalls 40 Kaninchen, mehr haben wir nicht. Und wir haben hier bestenfalls 4 Tage, das war die maximale Dauer. Dann haben wir hier 2 und dann hätten wir hier eine 3. Also T in D, ne? In Tagen angegeben. Und hier die Anzahl, die kann man so lassen. So, dann haben wir hier eine 3 und wir hatten ja hier 40, dann wären hier 20, dann wären hier 30 Kanäckel. Und wenn ich jetzt sage, unsere Ausgangsrelation waren 30 Kaninchen zu 4 Tagen, 30 Kaninchen, 4 Tage reicht das Futter, habe ich hier den ersten Punkt. Und wenn ich dann sage, ich habe 40 Kanäckel, dann habe ich hier, Moment, dann reicht das Futter 3 Tage. Kann man jetzt hier so einen Strich machen? Oder funktioniert hier was nicht? Oder was haben wir falsch gemacht? Gut, jetzt haben wir den ersten Kram geklärt. Also so geht es auf keinen Fall. Bei 3 Tagen habe ich nämlich 40 Kaninchen. Und 30 bei hier. Na gut, mache ich hier einen Strich. Schwupp, geht das. So, also mal vorweggenommen, das geht bei Zuordnungen nicht in diesem Fall. Man kann nicht einfach sagen, na und, 2 Punkte kann ich durch eine Gerade verbinden. Hier muss eine sogenannte Hyperbel rauskommen. Hier, die muss dann irgendwie so aussehen. Aber das geht auch mit diesen Kanickelanzahlen nicht. Ich kann mit 2 Werten noch keine echte Hyperbel malen. Das heißt, ich muss hier einfach mal davon ausgehen, dass ich mir hier eine andere Basis schaffe und ich bastel mir eine sogenannte Wertetabelle. Und zwar eine Wertetabelle, wo ich Kaninchenanzahlen mehrere Varianten habe und Tage. Nehmen wir hier die Kanickel wieder, nehmen wir hier die Tage. Wir hatten ganz sicher gesagt, 30 Kanickel, 4 Tage. 40 Kanickel, 3 Tage. Was ist denn dann bei 80 Kaninchen? Also wir haben uns jetzt mal eine sinnfällige Wertetabelle gebastelt, damit wir ein paar Werte haben. Und jetzt gucken wir mal, was ist denn die höchste Anzahl? 80 Tage. Machen wir das so. 80 Tage, dann sind hier 40 Tage. Und die meisten... Quatsch. 80 Tage... 80 Kaninchen, meinte ich. 80 Kaninchen, dann sind hier 40 Kaninchen. Und die höchste Anzahl an Tagen wären 8 Tage. Dann hätten wir hier 4 Tage und dann entsprechende Zwischenwerte. Und dann malen wir jetzt mal in aller Ruhe eine Kurve. Jetzt malt mal diese Werte von dieser Wertetabelle ab und macht mal eine schöne Hyperbel draus. Gut, jetzt habe ich hier hinten noch ein Ding ergänzt, weil hier fehlt mir noch ein Punkt. Bei 20 Kaninchen habe ich bloß noch 6 Tage. 6 mal 20 ist auch 100. 20 und dann kann ich hier, wenn ich diese Punkte verbinde, so einigermaßen meine Hyperbel erkennen. So setzt die sich zusammen. Also vorsichtig bei solchen Sachen. Ich weiß, bei der direkten Proportionalität, da kann man direkt, aber da geht es dann auch wirklich aufwärts und nicht abwärts, wie die blaue. Die blauen Werte, die sahen, hätten ja so ausgesehen. Hier die 2 Punkte. Und da wäre es gegangen, aber wenn ich jetzt bei der direkten Proportionalität beigehe und sage, naja, wie machen wir es da? Da brauchen wir bloß zum Beispiel, wenn ich nichts habe, erreiche ich auch nichts. Und wenn ich etwas habe, erreiche ich was, dann habe ich 2 Punkte, die kann ich mit einer Linie verbinden. Das ist bei der direkten Proportionalität mit Vorsicht zu genießen. Nochmal den Tipp, wenn ich hier was ausrechne und ich habe die falsche Variante der Rechnung gewählt und ich kriege Blödsinn raus, streiche ich einfach durch und rechne nochmal mit der richtigen Variante. Immer nachdenken. Je mehr, desto mehr oder je mehr, desto weniger oder umgekehrt. Solche Dinge, die muss man sich vorher fragen und dann das Ergebnis hinterfragen. Gibt es noch Fragen? Gut, Fragen sind soweit geklärt. Wie gefällt euch die Hyperbel? Mir gefällt sie auch nicht, genau.